Noch ein Protokoll. Fertig, in jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen, um 375%. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Softwaremodul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Wir können am Seil runterrutschen. Okay. Ganz einfach. Und jetzt? Jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Wie ich schon sagte, unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgenommen hast. Aber wir sollten uns besser beeilen. Nachdem wir Barbaren entdeckt hatten, bat unser Leutnant um Verstärkung. Sie könnten jederzeit hier sein. Stimmt. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Blume blüht. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Die Ranken. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Aus. Zeit, die Mitte nach Hause zu bringen.
Demeter? Zeit, nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter und seine Funktion wieder her. Getan. Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Alba! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen, sofort aufhören! Komm, schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elisabeth Sobeck steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Wahrsagerin. Wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant. Und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobeck. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sorbet, schätze ich aber... Bitte. Ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnisses zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Ich höre besser auf Alva. Ich muss Demeter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht gehe ich erst zu diesem Langhals, den ich im Wald sah, bevor ich zurückgehe. Und jetzt kann ich den Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe.
Ich sollte in mein Zimmer gehen und mir den Fokus aus diesem Rebellenlager ansehen. Sehr einsam, wenn du mich fragst. Aloy, du bist zurück. Und du bringst Geschenke mit. Heißt das, dass wir die Zenits bald von unserem Land entwurzeln können? Das hoffe ich. Gut. Hast du je Erins Brettspiel gespielt? Streit? Ich habe es ihm gegeben. Ich hatte gehofft, es lenkt ihn genug ab, dass er uns mit diesem Death-Metal-Lärm verschont. Leider umsonst. Es sah aus, als hättest du da drüben an was gearbeitet. Da Gaia jetzt immer stärker wird, habe ich einen Weg gesucht, die Landgötter zu heilen. Selbst wenn manche hier finden, dass ich sie aufgeben sollte. Ich habe mich doch entschuldigt. Dein Freund dachte, es wäre eine gute Idee, die Landgötter durch neue Maschinen zu ersetzen, wenn Gaia sich erholt. Was nicht? Die Landgötter sorgen seit Generationen für unser Volk. Sie sind kein Spielzeug, das man einfach wegwirft. Selbst wenn sie nur Maschinen sind, die funktionieren, wäre es grausam, sie in ihrem Leiden aufzugeben. Ich bin sicher, dass Val das versteht. Jetzt schon. Allerdings musste ich erst ziemlich wütend werden. Ihr wisst, dass ich euch hören kann, oder? Val sieht sehr konzentriert aus. Er war mit den Daten beschäftigt, die Poseidon uns enthüllt hat. Wir haben erst kürzlich von Bergen gehört, tief unter Wasser. Die Feuerspeien. Wenn ich richtig verstehe, hat Gaia gesagt, die Flammen, die sie freisetzen, kommen aus dem Zentrum der Erde. Wie ein Herz, das für das Leben der Welt pulsiert. Wie immer lässt sich der Kreislauf an den ungewöhnlichsten Orten beobachten. Natürlich ist Val von den Explosionen unter Wasser am meisten fasziniert. Zwei Kontrollkerne, wie bestellt. Ah, gut. Kannst du damit jetzt die Landgötter in Reinklang neu starten? Noch nicht. Gaia hat gesagt, der Neustartcode muss mit den Daten von den Kernen verändert werden. Sie hat meinen Fokus mit Software für die Aufgabe aktualisiert. Aber es ist wohl sehr kompliziert. Es wird dauern. Dann sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Mach ich. Ich muss jetzt gehen. Wenn du mich brauchst, weißt du, wo ich bin. Aloy, ist es das, was ich glaube? Wenn ich ihn mit Gaia verschmelze, hat sie genug Macht, um es mit der Festes aufzunehmen. Gute Nachricht. Also, was kann ich für dich tun? Und du und so, ihr habt etwas gestritten, stimmt's? Du hättest nicht vorschlagen sollen, dass Hephaestus die Landgötter in Reinklang durch neue ersetzen könnte. Ich wollte niemals ihre Traditionen missachten. Doch ich habe versucht, die Dinge anders zu sehen. Mehr wie du, weißt du, eine Maschine, einfach nur als Maschine. Ja, ich habe dich in Schwierigkeiten gebracht, stimmt's? Nicht deine Schuld. Keine Sorge. Zwischen dir und so scheint es wieder besser zu laufen. Ich habe ein paar Stunden lähmende Stille durchlitten. Dann schienen sie weiterzumachen. Gewissermaßen. Wie machen die Leute das? Woher weiß ich, dass das Nächste, was ich sage, nicht nach hinten losgeht? Was, wenn eine Entschuldigung nächstes Mal nicht reicht? Gibst du ihr ein ausgestopftes Tier? Du bist echt fies. Weißt du das? Warum glaubst du, dass ich irgendetwas darüber weiß? Das kriegst du hin. Du verlässt mich wieder, hä? Huh? Wenn sie mich kalt macht, bist du schuld. Ich bring das zu Gaia. Du hast es geschafft, Aloy. Verschieben wir das Bier, bis alles vorbei und vergessen ist. Ich gebe Erend Bescheid. Du hast wohl, was du wolltest. Ja. Wir knöpfen uns bald Hephaestus vor. Na endlich. Jetzt kommt mal etwas Leben rein. Das haben zumindest die Alten immer gesagt, glaube ich. Gibt es was Neues, das ich wissen sollte? Wir sollen so helfen, mehr Pflanzen hierher zu bringen. Offenbar nicht, um sie zu essen. Wenn man mich fragt, mir gefällt es auch so hier. Metall ist schlicht, aber stark. Das ist doch in Ordnung. Wer braucht das Grünzeug denn? Du hast dich bestimmt schon an den Fokus gewöhnt.
Ich kann die Schwachstellen der Maschinen treffen. Das ist doch schon mal was. Ich wünschte, mit den anderen Daten wäre es auch so leicht. Ganz ehrlich, die Hälfte der Daten ist nur schwer zu verstehen. Und die andere Hälfte erinnert mich nur daran, dass es bei dem Kampf nicht reicht, einen Hammer zu schwingen. Dabei kann ich das so gut. Aber hey, ich muss einfach noch mehr lernen, ne? Mich nützlich machen. Hab Geduld. Was hast du mit dem Fokus noch gelernt? Ich habe mich über diesen Ort Vegas schlau gemacht. Gaia hat uns alles gezeigt, was passierte, als du das Poseidon-Ding geholt hast. Dieser Morlun scheint ganz pfiffig zu sein. Obwohl es mutig ist, die Tenaktlande für eine Lichtershow zu riskieren. Vielleicht sollte ich mal nach ihnen sehen, nur um sicher zu gehen. Okay. Ich weiß, wer die Söhne des Prometheus leitet. Eine Frau namens Asera. Oh nein. Weißt du noch, dass derweil gegen die Karja eine Gruppe Freibeuter um sich geschart hatte? Sie war eine davon. Erste Bastlerin im Anricht mit eigener Schmiede. Aber als ihre Familie in den roten Raubzügen starb, hat sie die Seite gewechselt. Ist durchgedreht. Ich dachte, sie wäre tot. Umgebracht von einem von Marats Männern. Nein, ist sie nicht. Und sie will Rache an den Karja nehmen. Wir müssen herausfinden, wo ihre Basis ist und sie aufhalten. In Kettenkratz konnte ich niemanden mit einem Fokus finden, also gehe ich als nächstes nach Fahrlicht. Ich verfolge ihre Lakaien weiter in den Westen. Wir finden sie. Wir müssen. Verbrecherinnen wie sie haben meine Schwester ermordet. Du solltest wissen, dass Silence mit den Söhnen des Prometheus zu tun hat. Von ihm haben sie die Überbrückungstechnologie. Warum überrascht mich das nicht? Wahrscheinlich alles Teil eines großen Plans, hä? Pläne durchkreuzen können wir immerhin. Ganz genau. Ich muss jetzt gehen. Grüß mal Gaia von mir. Sie schmeckt wohl schlechter, wenn die Lieferung länger dauert. Okay, der Fokus von den Söhnen des Prometheus ist verschlüsselt. Doch mit etwas Zeit kann ich ihn bestimmt hacken. So, geschafft. Aloy, wie es scheint, bist du im Besitz von etwas, das dir nicht gehört. Oh, du bist nicht überrascht, mich zu sehen? Nachdem du versucht hast, mich an die Zeniths im Hades-Testlabor zu verraten? Wohl kaum. Als mir klar wurde, eine einzelne Jägerin überfällt Regalas Lager, wusste ich, du warst entkommen. Raffinesse ist nicht deine Stärke. Halte dich von jetzt an lieber von den Rebellenoperationen fern. Du mischst dich gern in Dinge ein, die du nicht verstehst. Ich verstehe, Silence, dass du gefährlichen Leuten Maschinenüberbrückungen verschafft hast und einen Stammeskrieg entfacht hast. Erneut. Und ich werde ihn beenden. Schön. Wüte stur und blindlings drauf los, wie immer. Du wirst das Unvermeidbare nur hinauszögern. Aber sei gewarnt. Die Söhne des Prometheus sind sehr beharrlich. Und sie wollen deinen Kopf. Daran kann ich jetzt nichts mehr ändern. Oh, ich hab Angst. Was mache ich bloß ohne deinen Schutz? Du solltest Angst haben, Aloy. Du hast ja keine Ahnung. Aber ich habe Besseres zu tun, als dich aufzuklären. Viel Glück bei deiner Stümperei im Nebel der Ignoranz. Au! Eines Tages werde ich diesem Kerl sein arrogantes Maul stopfen. Endgültig. Aber zuerst muss ich herausfinden, wieso er tut, was er tut. Beta ist
Schwierig einzuschätzen. Sie wirkt so verschlossen. Ich weiß, dass sie Zeniths grausam zu ihr waren. Und die namens Tilda hat sie verlassen. Doch ich kann sie nicht aus der Reserve locken. Ich weiß nicht. Vielleicht kann nichts das. Baal meinte es gut, als er Rost erwähnte. Es ist nur schwer, mit jemandem über ihn zu reden. Mit allem, was passiert, ist es leichter, die Erinnerungen ruhen zu lassen. Zumindest fürs Erste. Was? Nichts? Du siehst gut aus. Beschäftigt? Im Krieg darf man nie untätig sein. Doch es ist immer Zeit, mit seiner Kommandantin zu reden. Oh, so sehe ich mich eigentlich gar nicht. So sehen wir dich aber. Was hattest du denn vor? Varl möchte die Unterschiede zwischen den Clans meines Volks lernen. Also habe ich ihn Tenakt-Geschichte gelehrt. Die ist gespickt mit Blut und Tod, aber auch mit ehrenwerten Taten und vernichteten Tyrannen. Vielleicht willst du auch davon hören, wenn unsere Mission vorbei ist. Es wäre mir eine Ehre. Ist was Interessantes passiert, als ich weg war? Ich habe einen guten Ort gefunden, um mit der Klinge zu trainieren. Oh, und wo ist das? Draußen, oberhalb der Basis. Dort ist ein Nest Sonnenflügel, die immer gern kämpfen. Hast du je überlegt, mit etwas zu trainieren, das dich nicht töten will? Das wäre dem Zweck des Trainings abträglich. Hast du mit dem Fokus noch was anderes betrachtet? Gaia hat mir das Wissen gezeigt, das du in der Wüste entdeckt hast. Ich bin kein Kaplan, aber ich würde gerne testen, ob etwas vom Gelesenen wahr ist. Was denn? Die Alten glaubten, man könnte das große Wasser selbst mitten in der Wüste hören, wenn man die Schale eines Wasserlebewesens mit sich führt. Sie nannten sie Muscheln. Das klingt irgendwie seltsam. Ich lass dich weiter trainieren. Das werde ich tun. Schön, dich wiederzusehen, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Gefällt mir gut. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen, und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben. Einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini?
Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Da war ich schon. Die Tenakt markierten den Eingang als eine Art rituellen Ort. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Wenn Ahnt, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Hetferus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Laut Alva haben die Quen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Aloy, es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Alles klar,